damit einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde, zu einem neuen Rust-Abenteuer. Heute auf einem Community-Server. Und wir sind etwas spät im Vibe, aber ich hoffe, wir kriegen trotzdem noch eine geballte Ladung Action. Heute im Duo mit Cookie, Dream Team, Only er und ich. Wir wollen noch vor dem Forst, weil wir sind kurz vor dem Forst, noch zwei Tage richtig Action machen. Bevor das Video startet, aber noch eine kleine Erinnerung, Freunde. Heute, nach dem Rust-Update, circa 20 Uhr, startet mein eigener Rust-Server. Mehr Infos dazu unten in der Videobeschreibung, als wer Bock hat, da drauf zu gehen. Der ist herzlich eingeladen. Ich freue mich drauf. Ich werde selber auch ein bisschen unterwegs sein. Und natürlich versuchen, das ein oder andere Videochen drauf aufzunehmen. Logischerweise. Und vielleicht treffe ich den einen oder anderen von euch. Sonst, wie immer die Erinnerung, Freunde, wenn euch das gefällt, was ich mache, gerne auf den Abo-Hammer smashen, die Glocke aktivieren, um beim nächsten Video auch wieder mit dabei zu sein. Ihr kriegt dann immer gleich eine Benachrichtigung. Würde mich super freuen. Viele vergessen das von euch. Drum mache ich auch immer wieder diese Erinnerungen. Sonst gibt es ja auch noch eine weitere Änderung. Und zwar werde ich ab Februar, also quasi ab jetzt, wieder aktiv auf YouTube streamen. Wie sich das in dem Streaming-Plan dann niederlegt, werden wir sehen. Und zwar werde ich das über meinen Discord bekannt geben. Auch hierzu der Link unten in der Videobeschreibung. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Let's fucking go. Und damit auch ein herzliches Willkommen von mir, der Stimme aus dem Hintergrund. Wir jointen also diesen Server und wollten als Duo durchstarten. Nach einigen kleinen Farmruns, beziehungsweise dem Weg zu Bandit, hatten wir eigentlich schon guten Stuff zusammen. Wir wollten auch direkt eine Base aufbauen. Wir waren relativ früh dran, somit sollte das Ganze ohne Probleme passieren. Wir fanden also unsere Base zusammen und entschieden uns für einen kleinen Bunker. Was ganz Sicheres, Kleines, für einen schnellen Vibe. Doch plötzlich, Gunshots in the distance. Und ich und Cookie wollten diesen Vibe sehr, sehr risky spielen. So. Das wird interessant. Wir werden sterben, Cookie. Super. Wir müssen halt versuchen, vielleicht die Saar von hinten zu holen. Das ist eine Tommy. Tommy Saar. Aber es ist immer noch Tier 2, also ich habe noch keine Ecke gehört. Ja, die Frage ist, sind die unten? Wenn die unten fighten, haben wir eine Chance. Um, rechts, 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 schau mal, Westen, Westen. Du hast doch die DB, hast du DB? Nein, ich hab die nie. Also wenn wir Saar haben, dippen wir, ne? Den nicht mehr auf dem Berg. Ja, das... Oh, oh. Ist die Ecke nicht? Ist die Ecke? Komm weiter rechts. Ich glaube, ich risk den zu looten. Willst du das noch? Cargo-Boot vor uns. Ich hab Saar. Perfekt. Versuch die Ecke zu spotten vom Berg aus. Bin jetzt bei Kugeltank. Ja, da war ich auch schon. Wie geht der Spieler? 110? Ich komm hoch. Oh, Ecke, Ecke! Ecke! Auf dich? Ja, er ist 110, 110 oben auf der Klippe. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er will meinen Arsch. Er läuft aber oben viel, vielleicht ist er dumm. Er kommt, er kommt, er kommt. Ich habe auch eine Wall. Komm zu mir, komm zu mir. Ja, ja. Headshot, Hit, Headshot, Hit, Headshot, Hit. In den Baum. Bin da. Er läuft zurück. Ich hab nicht, warte, ich push ihn. Weil ich hab nicht mehr so viel. Ecke, Break. Oh, ich hab plus 60 AP. 16? 60. Okay, er läuft zurück. Nochmal Hit. 10 nicht. Er ist nach oben, er ist nach hinten oben. Rechts ein bisschen. Links von dir, Tommy. Ja, er ist gleich vor dir, er ist gleich vor dir am Hügel. Ja, ich sehe ihn jetzt vor mir. Wow, hab Hit, er ist auch einmal gehittet, bin hart low, pusht er mich? Weiß ich nicht. Er ist direkt vor mir jetzt. Ja, ich weiß. Kann ich sehen? Headshot, Headshot, Headshot! Nice, nice, wo ist der? Oh, noch einer! Grub, 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 Grub! Wo ist der? Hinter mir, Grub! Komm her. Grub dead, Grub dead. Wo hast du den Headshot? Ich bin 9 AP, hier links an der Klippe. Ich kann's mir schnell hier droppen, bitte. Ich hab keinen mehr. Ah, okay. Ich hab 9 AP. Ich fahr einen Runschutter. Komm bitte bei mir. Er ist hier an der Klippe. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich ihn gedadet. Vielleicht hat er keinen hier mehr gehabt. Ich push ihn jetzt, okay? Ja, wir pushen ihn zu zweit. Komm. Fuck off, er war hier an der Klippe. Nein, er ist da noch. Er hat mich. Er ist da. Hab ihn. Nein, ich bin dead. Er ist full kit. Er hat mich. Schade. Ich wurde gehadshottet. Schade. Okay, okay, okay. Das haben wir uns anders vorgestellt. Aber Gott sei Dank war dieser Server schon etwas älter. Somit konnten wir auf Shops zurückgreifen.
kauften uns so eine Saar und eine Tier 2. Das brauchte auch nicht viel Farm und wir waren direkt wieder Gun ready. Ja. 100 Scrap. Bergbank 2. Ja, natürlich. Ja, 350 ist die billigste. Ich mal die kaufen. Die anderen wollen 450. Ja, toll. Dann sparst dir 50 Scrap, dann kannst du das selber craften. Was? Die haben einen Fehler. Lol. Was? Spritzi ist für 1 Scrap. Ich kaufe 4. Wie viele gibt's aber? 4. Ah. Ist billiger, als wenn es selber craftet, ist nicht schwer. Ich sehe es gerade. Die haben noch einen Fehler drin. M92 Pistole für 1 Scrap. Ja. Sehe ich gerade auch. Gekauft. Nach unserer kleinen Einkaufstour, die günstiger ausging wie erwartet, machten wir uns ein bisschen an die Basics. Wir brauchten Öfen, ein bisschen Farm, einfach das Klassische. Während ich mich um den Erzefarm kümmerte, ging Cookie noch ein bisschen die Straßen ab, denn wir brauchten noch Components, um unsere eigenen SARs zu kreieren. Unterwegs fand er auch noch einen verlorenen Lootdrop und konnte uns daraus eine Tommy und eine zusätzliche SAR sichern. Somit war unser Waffenbestand eine Tommy und eine SAR mit wenig bis gar keine Munition. Plus natürlich die Pistole. Ich war gerade beim Erzefarmen, als ich feststellen sollte, dass unsere Nachbarschaft alles andere als friedlich ist. Oh, ich war gesluckt. Er versucht mich zu snipen. Ah! Ich will doch bloß mein Metall. Oh Gott, ich bin Trash. Hab ihn. Oh, easy. Nice, und? Was hat der schönes? Joker. Oh nein, Tommy, sein Freund. Ja, die laufen wirklich. Ai und Tommy ist das. Das ist ein Duo. Oh Mann. Und so lernten wir Joker und seinen Freund Ai kennen. Allerdings sollte sich später im Vibe herausstellen, dass doch noch ein paar dazugehören. Nichtsdestotrotz machten wir uns auf den Weg. Wir wollten weiter Components und Erze farmen. Und unsere Wege sollten sich ziemlich schnell wieder kreuzen. Kein Ding. Ja, ich habe auch die Pistole. Unten farmt einer. Unten links, schau mal. Ja. Bist du rein? Ja. Ah, ich weiß nicht, ob er uns gesehen hat. Er läuft weg. Aber so komisch, zickzack. Ja, jetzt hat er es gesehen. Ne, er hat auf mich geschossen. Hab ihn Hit, Crossy. Nice. Ich sehe nicht mehr. Ich push. Er rennt. Von mir, aber ich sehe nicht. Er ist links. Das sind zwei. Ja. Hast du ihn? Einer ist rein. Hier oben ist noch einer, hab ihn Hit. Oh, Tommy! Ich bin dead. Ach nee, das sind 4, glaube ich. Wieder Ei, das ist wieder einer von denen. Einer tot? Pass auf, ich nehme die Tommy, ich komme. Tommy auf mich, ich bin dead. Ich bin verblutet. Ich habe einen Full Dead. Der im Airfield ist Full Dead. Ich weiß, wo die hin müssen. Ich craft schnell ein bisschen Tommy Muni und dann gehe ich dahin. Komm mit dir, wie? Der fuckt mich so ab, der Typ. Wirklich. Hinter mir mit dem Pferd auf mich zugeritten, weißt du, Openfield. Ah, ich sehe es, ja. Ich sehe den Schnee, Hessi. Er lootet. Sind die unten? Komme. Einer Crossy. Hast du einen? Einer, da ist noch einer im Bett. Einer vor mir, ich pushe einen direkt vor mir. Diese Tommy, scheiße! Ich hab fast keine Muni mehr, ein Mac. Na, ich muss halt nachher mit der DB. Der schießt, der Tommy-Guy kommt gleich. Ich muss Muni für den Tommy-Guy aufsparen, ich hab nur noch 11. Ja, spar auf, ich nehme das Pferd und reite in ihre Fresse rein. Ich habe 11 Schuss noch. Der sitzt in einem Hügel gleich, Tommy, mein. Einer tot. Okay. Ich push den letzten. Tommy dead! Nein, der letzte, bitte mit Slugs oben, ich bin tot. Ich hab noch zwei Schuss, Cookie. Ich hab mit einmal mit DB gehittet. Nein! Ich hab keine Kugel mehr! Nein! Kann ich helfen, hab Timer. Bin
mit nur ein bisschen Leben und ein paar Kugeln im Magazin wusste ich, musste jetzt meine Shots treffen. Hab ihn! Dad! Okay, schnapp dir das Weste und geh weg. Das war gut, Cookie, das war gut. Jetzt musste Cookie offline. Ich machte mich noch etwas an Scrap und Components, damit wir auf jeden Fall ready sind, wenn er wieder zurückkommt. Wir hatten also quasi alle Prints, Tommy, Saar, Ammo. Nur eine Sache fehlte uns. Wir hatten keine Mats. Ich hatte die einzigen, die wir hatten, in unserem Fight am Airfield verloren. Beziehungsweise verbraucht. Also machten wir uns ohne Mats auf die Suche danach. Direkt zum nächsten Loot Drop. Doch wir sollten nie bei diesem Loot Drop ankommen. Aber du hast ja einen gesehen. Ja, ist am Dach, siehst du ihn? Kommst nicht hoch. Oh, er hat Waffe, pass auf. Ja, wir sollten gehen. Was Richtung Loot Drop. Du kommst nicht ran, du verlierst. Meinst du, es sind die anderen von unten, dass die umgezogen sind? Ey, da wirft jemand was. Ich hab's auch gehört. Steinbeis, ja. Hier schlägt jemand direkt bei uns. Er schleicht rum. Er wirft Granaten. Das die kämpfen. Satches. Die draußen, die werden geraidet. Die raiden ihre Base, einer gehittet. Direkt bei der Steinbeis. Sah full kit. Ich komme. Hab ihn dead. Sah's dead. Hab's Sah. Hab dein Stress. Ja, bin hart low. Oh, bin dead. Sollen wir nach hinten? Ja, wir müssen gucken, wir kommen nicht weg. Kannst du ihn schießen? Oder ist er oben drauf? Ja. Extrem open field. Warte, jetzt auf mich fokus. Ich hab ihn hinten, noch einer am Icy, bin full dead. Links vom Icy. Ja, ich bin dead. Nein, das sind die. Ich habe eine Idee, willst du ihn, soll ich hochgehen? Ja, ja, das dachte ich mir auch gerade. Weiß ich nicht. Hinter uns! Komm. Dead. Eine Gitarre. Hol den ein. Ja, hat er. Gutes Kit, er hat eine Spritze. Gut, pass auf, schießt der Dach auf dich? Ja. Hit. Er ist dead. Einer außen links. Du kannst leitern, geh leitern. Den anderen beschäftige ich schon. Ist dead? Außen ist dead. Okay, geh leitern. Dach bitte. Probier's. Dach ist zu. Warte. Ich glaube, die haben es nicht bemerkt, dass du da bist, oder? Ich weiß nicht, ich bleib mal kurz da. Hat die CC noch zu hier? Hast du, was für Waffen hast du? Gute Waffen. Tommys. Du kannst es halten, dann schieße ich TC ein. Ich bin tot. Bin dead am Dach. So, dann weiß ich nicht, ob ich abhauen soll. Ich höre erst mal mein Ding. Ich habe die Base neben ihm gesealt. Nee, ich glaube, ist ruhig. Ich glaube, ich kann es schaffen. Er baut. Baut? Ja. Darin muss er doch am Loot sein. Nein, er baut innen irgendwas. Ich risk's jetzt. Okay. Nee. Das war eine wirklich wichtige Situation. Jetzt wussten wir nämlich genau, wo Ai wohnt. Ai und Joker und wie sie nicht alle heißen. Und wir konnten zusätzlich einen TC in der Nähe ihrer Base platzieren. Das war für spätere Aktionen enorm wichtig. Jetzt ließen wir sie aber erstmal etwas in Ruhe und machten uns auf zur Crate, denn diese kam auf Airfield und wir wollten sie unbedingt haben, denn uns fehlte noch einiges, um einen Raid durchzuführen. Ich muss unbedingt. Ja, da wird auf jeden Fall rumgeballert. Vielleicht Bolt, oder? Kann es Bolt gewesen sein? Mit Charlie? Ja, das kann. Nein, gerade eben. Der boltet doch, oder? Oh, ja, er ist Bolt. Entweder Stargo oder Bolt. Ich glaube Bolt. Er boltet. Aber hier auf die Wall. Wir können ganz rum um die Wall. Wir können ihn nicht quer über.
Er ist im kleiner Turm. Kleiner Turm ist was. Da war gerade Metall. Ja, der hat mich gesehen. Er ist fast dead, er ist fast dead. Double it Headshot. Full, full Gear. Ich bin Headshot Bolt dead komplett. Mhm. SL9. Ich bin im Turm. Hat AK. Hab ihn. Oder? Ich komme nochmal. Hab ihn dead, AK dead. Hab L9. Nice. L9 full dead oder L9 Waffe? L9 als Waffe und AK Cat. Okay, kann. Wer von gegenüber? L9. Ich komme, Sven. Muss durchhalten. Ist auf dich? Ja, ja. Sehen halt nicht mal. Jetzt haben wir noch eine Base. Wo ist der? Ich könnte mit dem Tommy-Kit nochmal. Ja, ja. Ich sehe nicht, Digga. Wirklich. Er ist unten. Haben einen Hit. Ja. Er ist unten, er ist raus. Komm, Sven, ich komme, Sven. Sniped? Ist einer direkt vor deinem Turm? Ja, einer hat bei mir die Tür aufgemacht. Okay, dann weiß ich, wo die jetzt. Einer sniped und einer muss. Hab den Dead draußen. Vor meinem Turm. Nee, nee, mit Sarkit. Mich guckt. Ich halte ihm auch nicht, ich bin halt One-Hit, weißt du? Ich schieß gleich eine Salve, dann geh du los, okay? Mhm. Nee, ich versuch dann. Ich bin raus. So, bin jetzt in der Base. Mhm. Mich rein. Der jumpt richtig oft. Oh Mann. Ich muss den killen. Mhm. Hier war einer am Farm. Ja, ich war. Boah, und schon geht's los. Ja, ist halt doch Digga, der ist halt auch schon wieder voll. Warum? Hilft er dich? Nein, nein. Ich depost hier schnell. Ich hoffe einfach mal, dass es nicht despawnt. Er campt da oben. Einer dead. Sehr gut. Ich komme jetzt straight übers Feld. Scheiß drauf. War das der vom Turm? Ja, er ist vom Turm. Ich weiß nicht, ob es mehrere sind. Einer dead. Steppst du? Nein, ich bin noch zu weit weg. Du kannst mich noch nicht hören. Ah, hier unten. Hab ihn fast. Ja, ist dead. AK gesaved. L9 wahrscheinlich oder Bolt, oder? Ich will ihn noch nicht looten, wenn du noch nicht da bist. Okay, ich geh jetzt looten. Komm mir grad. Ja, Loot. Bolt, L9. C4, C4. Oh, er hatte den Crate, er hatte die Crate. Lass nach Hause. Nun neigte sich aber Tag 1 dem Ende. Und wir zielten unseren Bunker und lockten uns aus. Morgen sollte ein großer Tag werden. Tag 2. Und wir waren voller Vorfreude. Nachdem Tag 1 so gut lief, wollten wir heute natürlich noch eins draufsetzen. Und natürlich wurden wir geofflined. War ja klar. Von Joker und seiner Gang. Ich checkte sogar nochmal um 3 Uhr nachts, ob wir geofflined wurden. Da war das noch nicht der Fall. Also es war wieder ein 5 Uhr in der Frühling. Kein Problem. Meine Motivation überragte alles. Ich hatte Bock, hier weiterzuspielen. Und ich hatte noch meine Story mit Joker, die ich auf jeden Fall zu Ende bringen wollte. Also machten wir uns erstmal an die Basics. Mal wieder. Wir gingen also wieder ein bisschen Straßenloot farmen, töteten ein paar Tiere, bauten ein paar Öfen und brachten die Base wieder in einen normalen Zustand. Doch ehe wir uns versahen, sollten wir Joker und seine Gang ziemlich schnell wieder treffen. Ja, ja, ich bin noch nicht ich dort. Ich bin nicht bei dir. Die fighten da. Lass die auf jeden Fall. Lass die knacken, Alter. Ja. Wir haben gleich wieder überredet. Let's go. Ja, ich höre L9. Ich höre L9. Ja, das ist unsere L9, die Wichser. L9. Rocket? Die waren geradet. Oder? Nein. Das ist unser Raid, hallo. Dead. Sehr schön. Noch eine Ecke. Weiter rechts. Ja. Double hit. Dead. AK double hit. Ich muss
Ich geh zu ihm, ich hol die Ecke. Da upgradet einer unten. Hat einer Boom? Die haben geradet. Hab Ecke. Ich hab keinen Boom, ich hab auch Ecke. Ne, ein großer Boot. Der Rahmen! Das stimmt! Pass auf, er hat Boom, er hat Boom! Schön, schön, schön! Hat er Boom? Ich hab TC, ich craft die Tür, Nein, er hat Tür, ich craft den Code Lock. Hab ich. Ich hab nicht lang. Du musst dann TC gleich cleanen, die werden gleich rauskommen, aber halt. Die wollten raiden. Tür kommt. Ah, fuck, er hat den Rahmen nicht. Hat er Baumaterial? Shit, ich glaube, wir müssen dippen. Ja, komm, lass dippen. Ja, lass gehen, Hast du den anderen gelootet? Komm, Sven, lass gehen. Ja. Welchen anderen mal? Ja, den habe ich, ja. Lass gehen, sofort. Hast du Boom? Ja, perfekt. Ja, ich hab die HV. Ich nehme noch die Tür dann wieder mit und einen Code Lock. Vielleicht kann ich die Rape Base ziehen. Meine. Du hast doch gesagt, du hast zwei Leitern. Ich bin oben. Schau mal, ob die. Drei. Ja, ja. Hält sie bei den Leichen. Einer Hit, rennt nach hinten. Triple Hit, ich glaube, Hazy dead. Aber die Bolten. Hazy dead. Der andere dippt nach hinten. Ich muss auf den Hof aufpassen, dass einer drin ist. Hab einen guten Hit. Einer vor dir. Ich muss healen. Ja, wie, der zweite auch. Nee, der andere lebt noch. Gut, richtig. Heal. Ja, hab ihn. Pass auf, einer lebt noch. Ich camp hier Roof ab. Er hat nur Semi. Der kommt, der ist an der Holzwand. Seh nicht. Find nicht. Okay. Hab ihn, dead. Bold. The lucky one. Jetzt sind wieder die Raider. Loot. Oh, ich bin ausgeblutet. Ich hab mich Bold Headshot und ich war full dead. Ich weiß nicht wieso. Ich hab da ein Bett. In der Red Base. Ich komme. Still. Don't offline us anymore. Oh. Oh, Shots on me. Ich komm nicht. Ich sitz fest. Komm zurück. AK. Ich komm dir helfen. Ich umlauf dich. Ich hab hier noch Headshot. Einer ist dead. Einer ist full dead. Muss full dead sein. Das ist jetzt ein anderes Team. Ich hab Timer. Die loot mich. Ich hatte keinen Heal mehr. Ich hab nicht so viel Leben. Ich komme, ich renn grad. Ja, die Base geht jetzt uns einfach. Okay, bin ready. Wenn du es bist. Nee, die sind da noch. Die rennen da noch rum. Schau. Hoffentlich. Ja. Drei Mann. Die sind bei der Raid Base. Die campen die Raid Base. Aber lass von oben hin und sie wegsprayen. Komm. Ja, die raiden. Raid Base. Jetzt, oder? Wenn du kannst. Tot. Der zweite Boot ist dead. Nur noch einer. Dead. Alle dead. Ruf. Vielleicht stehe ich auf. So wie das hier. Hier läuft was. Hab Bolt Kit. Nice. Wo sind die? Ich würde zwei mit der Bolt. Die sind. Ah, die drei. Der hat Muni. Bei der Compound Base. Okay. Ich hab Tommy. Er war unten links von der Base, da bin ich gestorben, er hat mich gerade gefinisht. Safe abgehauen, ne? Und dann muss ich irgendwo. Oh, hinter mir ist er ab in Full Dead. Zwei Leute. Ja, ich werde anders gebeamt. Ich glaube nicht, dass ich es überlebe. Shit. Und vielleicht haben die meine Bolt gelockt. Einer Full Dead? Bleib hier. Eine Klippe, er dreht sich um. Jetzt guckt er wieder auf dich. Dead.
schnell. Nein, hol ihn dir, hol ihn dir. Wo ist er denn? Auf dem Strommast hinter uns. Guck, direkt links von dir. Er ist ganz oben. Er hat uns gesehen, glaube ich. Hinter dir, hinter dir. Auf dich, oder? Okay, nochmal hin. Triple it. Maybe dead. Ah, hinter mir. Ah, das ist auch. Er ist dead, er ist dead, er ist dead. Seine Leiche ist runter. Wer ist das? Full Kit. Oh mein Gott! Der Ermin, das sind die von gestern! Er hat Satchel L9 MG Tommy. LOL! Okay, jetzt ist ziemlich viel passiert. Lasst uns mal kurz mit den Geschehnissen aufräumen. Wir jointen also gestern auf den Server, wurden in der Nacht von Joker geofflined. Nun tauchte die Lucky-Gruppe auf. Diese hatte offensichtlich auch ein Problem mit Joker und wollte diese raiden. Das konnten wir countern. Sehr erfolgreich sogar. Es brachte uns einige AKs und sonstiges Gear. Zuletzt killten wir noch Dermin. Wer sich nicht dran erinnert, das waren die Jungs mit den zwei L9s bei der Crate. Er hat vorerst nichts mit der Story zu tun. Ich wollte euch einfach zeigen, wie wir wieder an eine L9 kamen. Da wir jetzt also wussten, dass es noch andere auf die Joker-Gruppe abgesehen haben, mussten wir Gas geben. Wir brauchten noch einiges, um unseren Raid, unsere Rache und somit unser Ende herbeizuführen. Uns fehlte sowohl Sulfur als auch eine Rocket. Doch das Sulfur-Problem sollte sich relativ schnell lösen lassen. Oh, oder wir gehen dahin. Wir gehen auf jeden Fall dahin. Ich brauche nur noch Stoff. Boah, ich hab veraimt. Ich war gesilent. Aim star. Star dead. Nice. Hätte gut hit. Ich snipe gerade auf mich. Ich geh ein bisschen weiter runter. Ich kann ihn auch einfach HV'en. Wenn du triffst. Klar treffe ich ihn. Weil er hat den gelootet. Die meinen Sulfur, die meinen Sulfur. Er muss tot, er muss sterben. Ich geh recht um, ich sehe einen Hessi vor mir gleich. Er war. Hab ihn. Schön. Er muss full sein. Ich geh zum anderen. Ich glaube, es waren bloß zwei. Okay. Ja, er hat einen Haufen Scheiße. Meiner hat nicht Farm, also kein Farm. Meiner, ich bin full jetzt schon. Nachdem wir also den Bagger relativ schnell übernehmen konnten, brachten wir sowohl ihren Diesel als auch unseren durch. Somit hatten wir auf jeden Fall genug Sulfur für unseren Abschlussraid. Aber die Action sollte nicht abreißen, denn wir wollten natürlich auch noch gleich uns Rocket organisieren. Und da der Kampfheli momentan leider noch nicht gespawnt war, gingen wir natürlich zu unserem guten alten Freund Brad. Sehr gut. Ich kann einfach erschießen oder ja, bist du Rocket? Nein, ich sehe ihn. Du sollst würde ich nicht sehen. Oh. Geil. Ein Motor ist der Scheiße, zweite Scheiße. Dritte M2. Oh. Boom. Weiß nicht. Drei Workbench. Da kommt. Dead. Noch einer dahinter. Dead. Mr. M2. Ist da was? Die spawnen. Du musst mich pusten, glaube ich. Oder ich dich. Ja, sind gute Sachen, denn. Oh ja, Sulfur. Warte. Ich muss bloß aufpassen. Kein TC. Rocket, C4? Was? Ja, ich komm nicht rein, Sven. Ja, TC? Das waren die Raider, pass auf. Soll ich TC aufmachen? Ja, mach alles auf. Wir nehmen schnell das Beste jetzt und gehen weg. Aber wo ist TC? I don't see the TC. Digga, hier ist noch mehr C4!
Kannst du nicht zielen? Nein, ich habe kein Baurecht, aber ich weiß nicht, wo der TC steht. Ja, dann wurde der TC wahrscheinlich aufgemacht. Nein, dann könnte ich einen neuen bauen. You know? Ja, wegen der Furnace Space direkt daneben. Maybe, ja. Das ist ein Argument. Ja, dann booste ich dich rein. Ich bin das Beste. Ich nehme die Technik Shot für Scrap mit. Nimm das Beste und lass gehen, glaube ich. Wow, Shots in meinem Rücken. Ja, ja. Bist du? Ich bin fast dead, Sven. War in der Base. Aber in Base dead. Er war hinter Furnace Base, der uns angeschossen hat. Ich hab Mute. Ich hab ihn. Ja, nice. Hab ihn. Du musst bei mir reinkommen, ich bin hardcore, die kommen wieder. Ich kann nicht rein. Ich schmeiß dir Spritzen. Du kannst da spritzen. Komm raus. Ja, komm, wir spielen es ein bisschen. Ja, ja. Ja, ja, hier ist die Base vor uns. Die lädt bei mir noch nicht. Da ist er wieder. Die ist nicht gezielt. Raus, Folgedecke. Raus. Am Tuch, glaube ich. Ja. Ich aim rechte Ofenbase. Ich aim die rechte Seite ab. Ich bin links. Er ist nicht reingegangen. Ja, er pickt rechts. Hab einen Double Hit, bin hard low. Er hat mich direkt gehatchottet. Komm zurück. Ja. Der Ofenbase immer noch wahrscheinlich. Ich sehe nicht. Er ist in der Ofenbase. Er macht auf, er lockt. Ich glaube, Ecke gut hit, er hat zugemacht. Bist du gesprungen? Nein, er in der Furnace. Macht auf. Gut. Ja, die haben fast eine Reihe Peitsche. Ecke. Die spawnen da wieder. Hab sein Kit. Hast du noch Platz für die Pipes? Ja, ja. Da nach diesem rein, kleinen Power-Up hatten wir endlich alles, was wir brauchten. Ja, sonst habe ich das Beste. Wir machten zwar zusätzlich noch den Kampfheli, doch hofften wir eigentlich nur auf zusätzlichen Boom. Denn eine Rocket hatten wir jetzt. Nachdem ich also alles mischte, nachdem wir also alles brannten, war endlich the final moment. Wir gingen raiden. Eigentlich wollten wir warten, bis sie online kommen. Aber da bei uns beiden die Zeit drückte, entschieden wir uns, obwohl sie offline waren, trotzdem reinzugehen. Nichtsdestotrotz war es wirklich ein tolles Erlebnis. Oh mein Gott! Digga, die sind loaded! Ich will es sehen. Oh mein Gott! Oh! Alter! Ich komm ganz kurz rein. Ich muss erst mal schauen, wie sie so sind. Schau dir eine Kiste hier! Nimm gleich was mit. Er hat M2. Mein M2. Und da war sie. Unsere Rache. Wir waren absolut happy, dass wir es doch, obwohl die Zeit drängte, noch geschafft hatten. Und wir ihnen beweisen konnten, dass man uns nicht so schnell abschreibt. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zusehen und freue mich, heute Abend 20 Uhr euch auf meinem Server begrüßen zu dürfen. Ich freue mich auf geile PvP-Fights und auf geile Clips. Im Übrigen werde ich die besten Clips jetzt immer am Ende als Abspann verwenden. Also, falls ihr mit dabei sein wollt, checkt die Videobeschreibung aus. Vielen Dank fürs dabei sein und auch nochmal vielen Dank an Cookie, dass er mit dabei war. Es ist immer eine super, super Erfahrung, mit ihm zusammen einen Vibe zu spielen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Don't forget your Daumen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein.